In der heutigen Ausgabe werfen wir einen ganz genauen Blick nach Boca Chica oder Starbase, wie es seit neuestem genannt wird. Dort entwickeln sich die Dinge in einem noch nie dagewesenen Tempo. Wir schauen uns den ersten Entwurf des Gutachtens der US-Luft- und Raumfahrtbehörde FAA an. Aber nur ganz kurz, weil ich euch das mehrere hundert Seiten lange Gutachten in einem eigenen Video vorstellen möchte. Es schaut aber gut aus, dass SpaceX aus Südtexas ins All fliegen darf. Und dann möchte ich noch mein Highlight der vergangenen Tage, nämlich die Inspiration 4 Mission von SpaceX, kompakt zusammenfassen. In diesem Video hier gebe ich euch eine Einführung in die Mission. Am besten dieses Video zuerst schauen. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Mars-Chroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch dalässt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Wenn dir das nicht reicht und du mich mehr unterstützen willst, dann freue ich mich auch, wenn du den Kanal mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, damit ich den Kanal immer professioneller gestalten kann. Alle Links in der Videobeschreibung unten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Beginnen wir gleich mit der Inspiration 4 Mission. Ich habe sowohl den Start als auch die Rückkehr zur Erde live kommentiert. Ich verlinke euch die beiden Streams in der Videobeschreibung. Diese Mission ist so viel mehr als nur ein gewöhnlicher Raketenstart gewesen. Die Mission hat viele erste Male dargestellt, aber hat auch viel ausgesagt. Was ich damit meine, seht ihr gleich. Zunächst der Name, Inspiration 4. Die Mission soll Menschen inspirieren. Wozu? Zu allem Möglichen. Sie soll Menschen zeigen, dass man im Leben viel erreichen kann, wenn man will. Bestes Beispiel dafür ist Hayley Arsenault. Sie ist nicht nur die jüngste Astronautin der Geschichte, sondern auch die erste Person, die mit einer Prothese ins All geflogen ist. Auch die anderen Crewmitglieder Chris Zembrowski und Dr. Sian Proctor sind unglaublich tolle Menschen. Mehr zu den beiden in dem hier verlinkten Video. Jared Isaacman ist der Gründer von Shift 4 Payments und Draken International. Er hat diese ganze Aktion gesponsert. Deswegen und weil er viel Erfahrung als Pilot hat, war er auch der Kommandant der Mission. Und dieses Mal war es nicht nur eine reine Vergnügungstour. Neben den Kosten für die gesamte Mission und die dazugehörende Vorbereitung haben Jared Isaacman und SpaceX der Mission einen karitativen Zweck zugrunde gelegt. Die Mission soll Aufmerksamkeit und die damit verbundenen Geldmittel auf die Arbeit des St. Jude Kinderkrankenhauses in Memphis, Tennessee richten. Das Ziel ist es, 200 Millionen US-Dollar an Spenden für das St. Jude Kinderkrankenhaus zu sammeln. Hayley Arsenault hatte als Kind ein Osteosarkom, auch bekannt als Knochenkrebs. Das wurde in diesem Krankenhaus erfolgreich behandelt. Jetzt arbeitet sie selbst dort als Arzthelferin und hilft anderen Kindern wieder auf die Beine. Jared ist mit gutem Beispiel vorangegangen und hat die Hälfte, also 100 Millionen US-Dollar, direkt mal selbst in den Topf gelegt. Nachdem die Crew wieder auf der Erde war, postete das offizielle Inspiration 4 Twitter-Konto dieses Bild, dass sie alle wohlauf und zurück auf der Erde sind. Elon hat darauf geantwortet, count me in for $50 million. Also legt Elon weitere 50 Millionen US-Dollar in den Topf. Mit den Spenden auf YouTube und der offiziellen Inspiration 4 Seite sollte das Ziel von 200 Millionen schon erreicht sein. Aber es geht weiter. Auf der Seite wurden bereits über 61 Millionen US-Dollar gesammelt. Moritz und ich haben ja den neuen Merch-Shop und wir haben uns auch gedacht, dass wir für jeden Verkauf 1 Euro spenden. Und wenn wir schon dabei sind, dann zeige ich euch gleich mal den Shop ein wenig. Ich habe einige echt coole Designs. Schaut gerne mal rein. Aber zurück zur Mission. Die 4 sind in der modifizierten Crew Capsule Dragon mit dem Namen Resilience geflogen. Die besagte Kapsel war bereits flugerprobt. Sie hatte schon die Crew der Crew 1 Mission Mitte November 2020 zur ISS befördert. Mitte November hatte die Resilience an der Spitze unter der Abdeckung den Docking Adapter für die ISS. Für diesen Flug war dieser Adapter mit einer Glaskuppel ersetzt worden, damit die Passagiere einen besseren Ausblick bekommen. Und Junge, war das ein Ausblick! Ihr höchster Punkt der 3 Tage andauernden Reise lag, laut dem SpaceX-Stream, bei 590 Kilometer.
Das ist höher als die ISS oder das Hubble-Weltraumteleskop. Sie haben da oben 15 Sonnenauf- und Untergänge am Tag gesehen. Ich stelle mir das traumhaft vor, dort oben zu sein. In meinen Streams haben euch zwei Dinge stark interessiert. Die erste häufige Frage war, was die da oben die ganze Zeit machen werden bzw. gemacht haben. Nun, ich glaube, dass dir da oben nicht so schnell langweilig wird. Dr. Sam Proctor hat zum Beispiel gemalt. Chris Zembrowski hat seine Ukulele gespielt und viel fotografiert. Haley hat als Medical Officer, also sozusagen als Betriebsärztin, medizinische Untersuchungen an den Crewmitgliedern und sich selbst durchgeführt. Sie hat allen mehrmals Blut abgenommen. Es gab mehrere Telefonate mit Freunden und Familie, aber Tom Cruise soll sich auch gemeldet haben. Er wird ja auch bald bei einer der nächsten Missionen in einer Crew Dragon ins All fliegen. Dazu gibt es leider noch nicht viele Infos, aber ich werde euch garantiert auf dem Laufenden halten. Was auch sehr cool war, war das Ultraschallgerät, das sie dabei hatten. Anscheinend ist es sehr schwer, ohne richtige Ausbildung gute Ultraschallbilder zu machen. Aber mit dieser App, diesem Gerät und ein wenig künstlicher Intelligenz soll alles einfacher werden, sodass Astronautinnen und Astronauten auf der ISS oder bei anderen Reisen ins Universum ohne Hilfe eines Arztes Ultraschallbilder anfertigen können. Sie hatten da oben aber auch viel Freizeit, wo sie einfach Purzelbäume schlagen und im wahrsten Sinne in der Gegend abhängen konnten. Die zweite Sache, die viele interessiert hat, war, ob und wie sie denn aufs Töpfchen gehen. Und wir haben es ausgiebig diskutiert in den Streams. Ja, es gibt ein WC mit einem Vorhang. Vermutlich nicht das bequemste WC, aber bei so einem Ausblick nehme ich das gerne in Kauf. Der Duft ist vermutlich bei längeren Missionen sicher ein Thema, aber bei so kurzen Reisen ist das auszuhalten. Im Endeffekt sind sie dann alle heil zur Erde zurückgekehrt. Leider gibt es nicht viel Bildmaterial, da die Bildrechte der Mission an Netflix verkauft wurden. Die Serie heißt Countdown und ist richtig gut gemacht. Die letzte Folge kommt am 30. September. Darauf freue ich mich schon richtig hart. Also schon etwas anderes als ein 10-Minuten-Flieg zur Kármán-Linie auf 100 oder weniger Kilometer. Jeff Bezos hat seine Glückwünsche über Twitter ausgerichtet. Daran hatte nicht einmal er etwas auszusetzen. Genug Inspiration für einen Tag. Es wird Zeit für die Starship-Nachrichten. Wie immer gibt uns die Grafik von Brandon Lewis auf Twitter einen tollen Überblick über den Baufortschritt. Alle Teile der neuen orbitalen Tankfarm sind fertiggestellt. Lediglich GSE Tank 8 steht noch nicht auf seinem Platz, ist aber in der Fertigungsstraße bereits gestapelt und bereit zum Testgelände gebracht zu werden. Alle anderen 6 Tanks stehen schon, wo sie hingehören. Die Tanks, an denen noch gearbeitet wurde, wurden bereits versiegelt und sie erwarten ihre Schalen. Die Schale 5 ist schon zum Testgelände transportiert, aber noch nicht platziert worden. Im Windschatten dieser Schale hat sich auch dieses Gerüst ganz frech hier in die Teststraße geschmuggelt. Wofür dieses Gebilde gut ist, zeige ich euch gleich. Davor noch diese Bilder von NASA Spaceflight. Die zeigen, dass laufend Tanker ankommen, die zuerst die Tanks bei der Raffinerie aufgefüllt und schließlich auch damit begonnen haben, Stickstoff bei der orbitalen Tankfarm abzuladen. Ein Methantanker hat seine Ladung in der Raffinerie abgeliefert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Methan von dort in die orbitale Tankfarm gepumpt wird. Aber bevor Sie Methan transportieren, sollten Sie die neuen Leitungen vermutlich noch überprüfen, wenn Sie das nicht schon gemacht haben. Die Arbeiten an der Raffinerie gehen auch weiter. Der Turm wurde schon verschlossen, also dürfte das Innenleben schon vollständig sein. Drumherum scheint aber noch viel zu tun zu sein. Auf den Luftaufnahmen von RGV Aerial Photography sehen wir, dass hier neben der Raffinerie weitere Flächen planiert und verdichtet werden. Nach und nach wird hier immer mehr zubetoniert. Schweres Gerät steht hier bereit. Ich denke, dass hier bald noch mehr passieren wird. Es ist natürlich immer bedauerlich, wenn die Natur Betonfundamenten weichen muss. Aber ein so wichtiges Vorhaben rechtfertigt meiner Meinung nach ein derartiges Übel. Mehr dazu, wenn wir zum vorläufigen FAA-Bericht kommen. Wo wir bei Fundamenten sind, möchte ich euch diese Bilder von NASA-Spaceflight.com von den Arbeiten am neuen größeren Hochschutz zeigen. Wenn wir uns das aus der Vogelperspektive von Maurizio von RGV Aerial Photography anschauen, dann sehen wir, dass das neue Gebäude wesentlich breiter und etwas tiefer sein wird. Es wird nur ein wenig höher als der jetzige Hochschutz und wird mit 2 statt einem integrierten Kran ausgestattet sein. Dort können Sie dann an mehreren Boostern und Schiffen gleichzeitig arbeiten.
Das ist aber nur der Anfang der großen Projekte. Es werden in den nächsten Jahren viele große Infrastrukturprojekte gestartet. Nicht nur in der Fabrik, sondern auch drumherum. Die ganze Gegend bis hin nach Brownsville soll Elonville werden. Elon will die Stadt Starbase nennen. Daher auch dieses Schild. Unter anderem hat Elons Boring Company angefragt, was es denn bräuchte, um einen Tunnel in der Gegend zu bauen. In diesem Video in der Infobox erkläre ich dir, was das soll und wo der überhaupt sein soll. Es finden aber jetzt schon überall Erweiterungen statt. Laufend werden neue Flächen für neue Gebäude vorbereitet, wie auch hier. Nachdem die Verlängerung des Versorgungsarmes zur Teststraße gebracht wurde, haben sie begonnen, hier diese Fertigungshalle zu vergrößern. Und das alles immer während Vollbetrieb herrscht. Auch neben der Starlink-Empfangsstation wurde eine neue große Fläche planiert und schon teilweise betoniert. Wer kann sich vorstellen, was hier hingebaut werden könnte? Schreibt es mir in die Kommentare. Schauen wir mal, was auf dem Testgelände so los ist. Die Landezone erkennen wir nur noch an dem Schutzwall, der daneben aufgeschüttet wurde. Dieser bekommt im Moment eine Erweiterung. Und damit die Mitarbeiter nicht immer um den Wall herumgehen müssen, gibt es hier einen Fußgängerdurchgang. Ich wüsste nicht, wofür dieses Rohr sonst gut sein könnte. Die Landezone erkennen wir deswegen nicht mehr, weil hier die sogenannten Chopsticks oder zu Deutsch Stäbchen und die Halterung für den Turm gebaut werden. Diese gigantischen Gebilde sollen den Booster und das Schiff aus der Luft fangen. So verrückt das auch klingen mag, das ist der Plan. Dank OVS-Animationen von SpaceX 3D Creation Eccentric sehen wir, wie das am Ende aussehen könnte. Danke OVS für die coolen Animationen. So könnte die vorhin erwähnte Erweiterung für den Versorgungsarm im Endeffekt aussehen. Dieser wird später das Schiff betanken und stabilisieren. Diese Doppelklammer wird den Turm sozusagen umarmen und auf dafür vorgesehenen Schienen hinauf und hinunterfahren. Daran werden die Stäbchen zum Fangen des Boosters befestigt. Um aus einigen Bildern derartig coole Animationen zu machen, braucht man nicht nur das technische Verständnis und die Skills mit der Software, sondern auch unheimlich viel Zeit. Also geht alle auf OVS YouTube-Kanal und sein Twitter-Profil und lasst ihm ein Abo da. Er hat es verdient. Könnt ihr euch noch an dieses Gebilde erinnern? Hier sehen wir, was es kann. Es dient nämlich dem Ein- und Ausbau von Triebwerken auf dem orbitalen Teststand. Hier sehen wir, dass Mitarbeiter RC-67 aus Booster 4 ausbauen und kurz darauf mit RC-64 ersetzen. Weil es hier auch viele Unklarheiten gibt, möchte ich euch einen Überblick darüber geben, was hier unten auf der Außenseite von B4 zu sehen ist. Diese schwarzen Tanks kennen wir von den Starship-Prototypen. Diese werden COPV genannt. Das steht für Composite Overwrapped Pressure Vessel, also Tanks, die mit Kohlenstoff-Kompositmaterialien umwickelt sind, dass sie mehr Druck aushalten. Man braucht die COPVs zum Starten der Triebwerke. Für 29 Triebwerke braucht man anscheinend viele COPVs. Diese Leitungen sind Teil des autogenen Druckbeaufschlagungssystems. Dabei wird der stark heruntergekühlte Treibstoff bzw. flüssiger Sauerstoff zu den Triebwerken gepumpt, um diese so zu kühlen. Dabei verdampft das Methan und der Sauerstoff und wird zuerst durch diesen Wärmetauscher gejagt, um etwas Temperatur abzubauen, um dann in die Tanks geleitet zu werden, wo das Gas für den notwendigen Druck sorgt. Krass, oder? Der GSE Testtank 4 wurde modifiziert. Er hat Ventile und Leitungen bekommen. Ob ihm jetzt Tests bevorstehen, kann ich nicht sagen. Sieht aber ganz danach aus. Was denkst du, was die damit jetzt vorhaben? Aus der Perspektive von RGV sehen wir, dass die Tankfarm bereits mit dem Turm verbunden ist. Jetzt haben sie begonnen, den Boden um den Startturm auch zu betonieren. Das wird auch notwendig sein, wenn sie nicht wollen, dass beim Booster-Startversuch eine Staubwolke aufgewirbelt wird, die bis Florida sichtbar ist. Booster 4 steht also auf dem orbitalen Starttisch. Vor lauter Gerüsten sieht man kaum noch, was da vor sich geht. Weil es so ein tolles Stück Technik ist, möchte ich euch noch gerne zeigen, wie der Booster betankt wird. Dieser verhältnismäßig kleine Quader wird den Booster von unten betanken, während das Schiff darüber mit dem Versorgungsarm betankt wird. B5 wird im Hochschutz schon gestapelt. Ich schätze, dass wir in spätestens 2 oder 3 Wochen einen vollständigen neuen Booster sehen werden. Aber auch B6-Teile wurden schon gesichtet. Wenn wir uns die vordere Sektion von B5 ansehen und mit B4 vergleichen, sehen wir gleich einige Unterschiede. Zum einen wurden die Ventile nach innen versetzt, sodass kein extra Zubau von außen notwendig ist.
Wir wissen ja, dass der Booster keine extra Düsen zum Navigieren haben wird, sondern stattdessen auf die ohnehin vorhandenen Ventile zurückgreifen wird. Aber auch die Ausnehmungen für die Gridfins sind schon verbessert. Die Struktur ist auch viel besser verstärkt. Und das sind nur einmal Unterschiede, die ich aus Österreich mit freiem Auge erkennen kann. Da wurden sicher andere Sachen auch noch verbessert. Das Schiff 20 steht nach wie vor auf dem Teststand B. Es wurden alle Hitzeschutzkacheln mehrmals überprüft und repariert. Es sind beinahe alle Markierungen verschwunden. Die Kacheln sind beinahe perfekt angeordnet. Aber schlussendlich ist es nur die erste Version des vollständigen Hitzeschildes. Da wird noch viel passieren bei den kommenden Iterationen. Wir sehen bei S20 eine ganz offensichtliche Veränderung, die mir bislang nicht aufgefallen war. Das Flugterminierungssystem sieht anders und meiner Meinung nach etwas sauberer aus. Das sind diese beiden rechteckigen Zubauten. Für den Fall einer Fehlfunktion werden hier Sprengsätze platziert sein, die das Schiff nun nicht in die Luft jagen, weil es schon in der Luft sein wird, aber ihr wisst, was ich sagen will. Das Schiff wird im Zweifelsfall gesprengt. Es sind bereits mindestens 2 Raptor Center und 2 vakuumoptimierte Raptor Triebwerke in S20 verbaut. Also dauert es nicht mehr lang, bis diese aufheulen werden. S20 wird nun auf seine Testkampagne vorbereitet, genau wie B4. Wann wird nun getestet? Dazu kommen wir gleich. In der Werkstraße wird S21 vermutlich zeitnah zu B5s Fertigstellung auch zusammengebaut sein, sodass die beiden bereit sind, zur Teststraße gebracht zu werden, sobald B4s und S20s Tests beginnen. So haben sie immer mindestens einen Prototyp auf Lager und können nahtlos weiter testen, sollte etwas mit B4 oder S20 passieren. Hier sehen wir die neue Nasenspitze für S21, die bereits großteils mit der Grundierung für die Hitzeschutzkacheln versehen ist. In den nächsten Tagen könnten sie damit beginnen, die ersten Kacheln anzubringen. Auch in der Werkstraße wurde die gemeinsame Kuppel vom Schiff 22 gesichtet. Und eine Methanleitung wurde vor einigen Tagen angeliefert. Schaut euch mal an, wie groß dieses Rohr ist. Durch dieses Rohr werden die Triebwerke vom oberen Tank mit Methan versorgt. Diese Blume, nenne ich das jetzt einfach, wird unten an den Methantank geschweißt. Der Verkehr auf dem Highway 4 nimmt immer stärker zu. Jeden Tag kommen Dutzende LKWs mit allem möglichen Zubehör und Equipment. Ich finde es immer besonders schön, wenn neue Schweißroboter geliefert werden. Das bedeutet, dass sie mehr schweißen wollen. Und das kann nur bedeuten, dass wir bald mehr Schiffe und Booster in Aktion erleben werden. Als der tropische Sturm vor einigen Tagen über Boca Chica gefegt hat, wurde Frankencrane schlafen gelegt. Aber sobald der Sturm vorbeigezogen war, wurde er wieder liebevoll aufgeweckt. Er kann ja nicht die ganze Zeit schlafen. Es ist unglaublich, was für eine tolle Arbeit die Community vor Ort leistet, um uns alle mit dermaßen atemberaubenden Bildern aus allen Winkeln zu versorgen. Wann können wir nun mit Tests rechnen? Auf der Seite von Cameron County sind einige Straßensperren angekündigt. Freitag, 24. September, wird nur vormittags die Straße gesperrt. Vermutlich für den Transport von GSE Tank 8 und die Schalen. Nach dem Wochenende, also ab Montag, dem 27. September bis Mittwoch, dem 29. September, wird Highway 4 bereits ab 17 Uhr bis 23 Uhr gesperrt. Da könnten schon Tests stattfinden. Vermutlich zuerst Drucktests bei Umgebungstemperatur, dann Kryogenetests mit flüssigem Stickstoff und schließlich werden die Prototypen mit Methan und Sauerstoff betankt und wenn hier alles glatt läuft, dann werden die Triebwerke für einige Sekunden gezündet, bevor es in den Orbit geht. Und jetzt noch ein kurzer Überblick über das vorläufige Gutachten der FAA. Die Hauptpunkte sind die öffentliche Sicherheit, innen- und außenpolitische Bedenken, benötigte Versicherungen und die Auswirkungen auf Umwelt, Flora und Fauna in der Gegend. Außenpolitisch deswegen, weil Boca Chica einen Steinwurf von der mexikanischen Grenze entfernt ist und die Raketen im Zweifelsfall über Lateinamerika fliegen könnten. Es sind hier viele variable Faktoren zu beachten, um kein Desaster auszulösen. Der Bericht besteht aus mehreren Teilen. Im Großen und Ganzen sieht es nicht schlecht aus. Im Moment läuft noch die Periode, in der die Öffentlichkeit ihre Meinung dazu abgeben kann. Dann wird es noch ein öffentliches Hearing am 6. und 7. Oktober geben, bevor die Frist am 18. Oktober abläuft und die FAA ihr Gutachten vervollständigt. SpaceX wird zunächst eine Lizenz für experimentelle Flüge mit Super Heavy und Starship erhalten.
Wenn sie sich als verantwortungsbewusst entpuppen und das System funktioniert, wird die FAA eine permanente Lizenz für Starship und Super Heavy Operationen ausstellen. Zwei Bereiche, die der FAA und der Öffentlichkeit Sorge bereiten, ist die Bedrohung einiger dort lebender Spezies und die ausschweifenden Straßensperren, die für Tests und Starts notwendig sind. In dem Bericht wird aber auch behandelt, ob historische Stätten gefährdet sind. Es gibt ein ausführliches Lärmbelastungsgutachten, ein Gutachten für die Ausbreitung der Abgase und einiges anderes. Ich verlinke euch den Bericht in der Videobeschreibung unten. Heute werde ich nicht weiter darauf eingehen, aber wenn euch das Thema mehr interessiert, könnte ich eine eigene Ausgabe dazu machen. Aber vielleicht erst, wenn der Bericht endgültig ist. So. Und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Besonderer Dank geht an meinen neuesten Patron Interdisziplinär und meinen neuesten YouTube-Kanalmitglieder, den Missionsspezialisten Stefan und meinen neuesten Piloten Fabian. Danke euch! Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. Seit einigen Wochen kann man einige meiner Ausgaben in Form eines Artikels auf wada.at nachlesen. Wada möchte sich mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Lifestyle, Technik, Musik und vieles, vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein. So, meine Lieben. Damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.